So, wir sind wieder zurück beim Football Manager. Ich habe ein anderes Outfit an, heißt, es ist ein anderer Tag, aber die Aufnahmesession war gestern, da ich einfach ein bisschen mehr Folgen jetzt hintereinander ballern wollte und deswegen habe ich noch nicht Vorschläge aus den letzten Folgen gelesen, also verzeiht mir das an dieser Stelle. Heute wird so ein bisschen das Ziel sein, den Deadline Day abzuschließen, den Kader noch punktuell zu verstärken, dass wir auf jeden Fall in der Bundesliga drin bleiben können, weil ihr seht ja jetzt hier unten links, wir sind gerade auf Platz 14, 17 Punkte haben wir, trennt uns aber nicht wirklich viel von Mainz und Bochum auf 15 und 16, lediglich unser besseres Torverhältnis keept uns da oben. Aber wir können auch bis zum 10. Platz noch relativ easy nach oben. Es kommt halt so ein bisschen darauf an, dass wir jetzt unsere Form finden. Wichtig war natürlich das 1:0 Ende letzter Folge gegen den FSV Mainz 05. Wir starten jetzt aber direkt mal rein mit ein, zwei transfermäßige Sachen, denn die erste Mail, die ich mit euch zusammen aufmache, ist die von Jari Verscheiren, der vom RSC Anderlecht per Laie kommt, ist 11 bis 17 Millionen Euro wert. Wir haben keine Kaufoption, aber es ist jemand, dem ich auf jeden Fall die Backup-Rolle / gleichwertige Rolle zu Can Uzun zutraue. Wir brauchen einfach vorne mehr Qualität. Der Mann hat gute Ballannahme, gutes Dribbling, aber vor allen Dingen auch eine 15 Übersicht, 14 Passen, 15 Technik. Ist jetzt nicht so der physisch Beste. Ich glaube, 11 Antritt, 13 Schnelligkeit ist so average, aber ist, glaube ich, eine Laie, die wir auf jeden Fall eintüten werden. Wir zahlen auch nur 60% seines Gehaltes, was 500.000 sind. Keine Gebühr pro Monat, haben eine Kaufzu von 23 Millionen. Das ist nett, aber die werden wir auf jeden Fall nicht ziehen. Wir nehmen es an und damit ist der erste Transfer schon mal bestätigt. Und ich sehe auch, direkt danach kommt auch Transfer Nummer 2. Bei dem muss ich sagen, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob wir den auch annehmen. Denn wir hatten ja Rocco Reitz auch angefragt, für 2 Jahre allerdings. Auch da zahlen wir 0 monatliche Gebühr, auch da nur 60% des Gehaltes. Das ist halt eventuell jemand, den wir, haben wir da eine Kaufoption? Ich glaube, wir haben eine Kaufoption, oder? Warte mal, frei. Ah ne, wir haben ja noch nicht, müsste ja dann hier stehen, ne? Ne, ich glaube, wir haben keine Kaufoption. Hat er eine Ausstiegsklausel im Vertrag? Ich dachte, wir hätten irgendwie eine Kaufoption ausgehandelt. Naja, aber ich glaube auch für das Geld, Papela hat es nicht so richtig gut gemacht. Ich würde es, glaube ich, einfach mitnehmen, weil es uns mehr Preise gibt. Wenn er im Endeffekt nicht spielt, ist es auch nicht so schlimm. Aber er hat gute Einsatzfreude, Ausdauer, Teamwork, Tackling. Das sieht alles stabil aus. Ich glaube, das können wir schon machen. Wundervoll. Er freut über das Leihgeschäft. Sie erwarten, dass er... Nee, nicht Vertragsangebot, Vertragsdetails. Ausleihoptionen keine. Nee, okay. Also wir haben ihn lediglich einfach für 2 Jahre ausgeliehen. Wenn er nicht performt, kann Gladbach ihn natürlich zurückbeordern. Wir haben noch ein paar Scoutings abgeschlossen von ein paar Leuten. Ich habe aber auch noch was gesehen und das ist das Folgende. Wenn wir jetzt hier auf Transfers gehen, haben wir noch, und das seht ihr gerade wegen der Kamera nicht, wir haben noch 1,1 Millionen im Gehaltsbudget, aber auch 1,59 im Transferbudget. Das heißt, wir könnten tatsächlich, je nachdem, wie wir das irgendwie verschieben wollen, relativ easy noch einen Transfer realisieren. Und da habe ich gedacht, schauen wir jetzt mal zusammen uns an, wer auf der... Also erstmal, Moment, Sekunde. Erstmal habe ich mir überlegt, Elias Saad können wir auch jetzt kaufen, weil wenn wir auf jetzt kaufen gehen, kostet das 140.000. Guck mal die Werte von dem Mann an. Sehr, sehr stabil, 25 Jahre alt. Ich glaube, der kann uns jetzt schon helfen, deswegen würde ich das einfach machen. Der Mann ist jetzt einfach bei Nürnberg unter Vertrag. Fertig ist der Lachs. Ist, glaube ich, ganz gut. Hat auch einen längeren Vertrag. Das heißt, jetzt sollten wir hier noch... Genau, wir haben ja hier nicht mehr so viel Gehalt. Gehaltsbudget, ne? Klar. Ein bisschen rummodeln. Haben wir immer noch so 700.000 im Gehaltsbudget. Das heißt, eventuell gibt es ja jemanden, der auf der Transferliste ist für sehr kleines Geld, weil der Verein ihn wirklich einfach nur loswerden will. Da wollte ich jetzt nochmal kurz reingucken mit euch. Maximilian Philipp wäre zum Beispiel so jemand für 500.000. Aber wir haben ja jetzt Jari Verscharen ausgeliehen, da macht es nicht so viel Sinn, ihn jetzt zu holen. Aber eventuell so, Leute. Wir gucken mal, ob wir jemanden gescoutet haben. Mason Holgate. Der verdient halt extrem viel Geld. 4,6 Millionen. Ist aber für 500.000 auf der Transferliste. Würde einfach nur mal gerne sehen, was er so an Gehalt will. Ansonsten schauen wir mal hier so die Namen durch, ob mir hier jemand ins Auge springt. Manquillo von Brentford ist ein Rechtsverteidiger. Gut, da kommt halt Colin Dagba im Sommer. Fabian Bredlow vom VfB Stuttgart. Kann fieser ab, bei Fürth mittlerweile unterwegs. Für 200.000 auf der Transferliste. Wir können natürlich auch noch auf Spieler in Reichweite gehen. Über die wissen wir aber halt dann relativ wenig teilweise, ne? Michael Frey, Zielspieler. Aber wir kriegen ja Lauritzen bald. Donny van de Beek für 900.000 auf der Transferliste. Hätte ich Bock drauf, aber ich glaube, der verdient uns ein bisschen viel Geld. Naja, wir können ja mal bei den beiden gucken. Also klar, die Angebote wurden akzeptiert. Van de Beek ist sehr an Verhandlungen interessiert und Holgate stark. Der nimmt auch einen dicken Paycut mit. Doch nicht van de Beek. Also ich meine, ich weiß ja, dass es eigentlich ein guter Spieler ist. Er will halt
Guck mal, wie viel Gehalt er will. 3 bis 5 Millionen. Dammspiele können die maximal 2,3 bieten. Ich glaube, das wird ihm deutlich zu wenig sein. Mehr geht nicht, mein Freund. Van de Beek geht nicht, aber er will nicht so viel Geld. Mason Holgate ist halt ein super guter Innenverteidiger, ne? Warum möchte er jetzt zum Beispiel nur Rotationsspieler, frage ich mich. Naja, geben wir ihm mal. 0 Euro. Ach so, er will, dass ich ihm das Gehalt vorgebe, ne? Ausstiegsklausel. Wir geben ihm mal eine Ausstiegsklausel bei Abstieg von 0. Wir können ihm halt noch ein paar Prämien geben, ne? Bundesliga, Titel in der Bundesliga kriegst du 450.000. Du kriegst, wenn du wir den Titel im DFB-Pokal holen, das ist ja alles in weiter Ferne, kriegst du 450.000. Ja, das ist ihm zu wenig. Aber wir beobachten mal Holgate. Vielleicht hat er ja dann später Bock. Union Saint-Gilloise möchte Mats Möller-Deli haben. Ich würde den ganz gerne jetzt verkaufen, aber das geht natürlich nicht. Almir City macht Leihangebot für Amenhido mit einer Kaufverpflichtung nach absolvierten Spielen. Das ist eigentlich ganz nett. Wie viel ist denn der gute Bruder wert? 325.000. Wir können ja hier nochmal ein bisschen Gehalt hoch. Ja, ich glaube, das können wir annehmen. Der spielt bei uns halt sowieso nicht. Nürnberg spielt dann die 11 der Woche gewählt. Lino Kasten, wundervoll. Verscheren und Rocco Reitz werden vorgestellt. So, kriegen wir noch irgendwas eingetütet. Leihangebote für Poveda und ein Angebot für Benjamin Goller. 1,7 Millionen. Die bieten eine. Da können wir auf jeden Fall gleich mal reingehen. Erstmal hier. Kaufverpflichtung für Poveda. Können wir da mal reingehen? Ja, ich fühle irgendwie nicht so, dass ihr gar kein Gehalt bezahlt, Jungs, ne? Also wie viel Gehalt verdient er denn? 400.000 ist jetzt eigentlich nicht so viel. Können wir gerne machen, dann müsst ihr aber auf jeden Fall ein bisschen mehr auf den Tisch legen. Ja, so ist okay. So, dann Benjamin Goller. Da können wir auf jeden Fall auch noch was rausholen, glaube ich. Nice. 2,2 Millionen insgesamt. Das wäre auf jeden Fall gut. Can Usun verletzt aber nur 1 bis 3 Tage. Kurzer Herzinfarkt. Jetzt gleich kommt auch der Deadline-Day. Ich weiß nicht, wie lange dann immer wie lange das immer dauert, bis die Transfers dann finalisiert werden. Ne? Noch mehr Leihangebote für Poveda. Das ist natürlich nett. Flick unterschreibt einen neuen Vertrag. Stimmt, ich habe auch 2 Leuten einen neuen Vertrag angeboten. Ja, das heißt, wahrscheinlich wird das mit dem letzten Transfer dann doch nichts mehr, weil wir das Gehaltsbudget dann doch noch brauchen, weil ich glaube, auch Usun wird noch einen neuen Vertrag unterschreiben, damit wir den nicht verlieren. Ohne Ausstiegsklausel, das ist ganz, ganz wichtig bei ihm. Nicht, dass der irgendwie weggekauft wird. Da sehe ich uns nämlich nicht so. Also sollte es eigentlich ein relativ ruhiger Deadline werden. Es sei denn, es gehen dann noch ein paar Leute. Wenn wir jetzt wirklich für Goller 2 Millionen bekommen, dann sieht das Ganze natürlich auch wieder anders aus. Schauen wir mal. Vielleicht klopfen wir dann doch nochmal bei Mason Holgate an. Transferliste, jetzt ist er für 600k auf der Transferliste. War der nicht eben für 900k Angebot machen? Ich glaube, das geht halt nicht, weil der schon abgelehnt hat, ne? Amenhido geht natürlich nicht zu Almere City. Das ist natürlich nett, dass er einfach das Angebot ausschlägt. Bro, ich will dich hier nicht mehr haben, wirklich. Can Usun unterschreibt seinen 4-Jahres-Vertrag und Poveda will auch nicht gehen. Du hast kein Spiel gemacht. Also ich glaube, der Takeaway von diesem Deadline, der ist, dass wir in der kommenden Zeit wirklich sehr, sehr aufpassen müssen mit irgendwelchen Leuten, die wir holen und langfristigen Verträgen. Ich meine, er hat jetzt nicht so langfristig einen Vertrag. Halt noch, noch 3 Jahre. Bro, geh bitte einfach. Bitte geh. Also langsam läuft die Zeit davon. Ich glaube, Holger hat auch jetzt keinen Bock mehr auf Verhandlungen. Naja, vielleicht dann im... Obwohl, sein Vertrag läuft doch aus, ne? Die Frage ist, machen wir jetzt noch irgendwas? Wir haben auch kein Geld mehr, ne? Also wenn Goller nicht geht, dann wird das auch, glaube ich, schwierig werden. Wir haben halt echt einen relativ großen Kader dann, ne? Okay, Goller geht. Kriegen aber auch nur 300.000 ins Transferbudget rein. Also ganz, ganz kurz vor Deadline-Day-Ablauf gibt's noch mal Leihangebote für Poveda. Aber das klappt doch jetzt gar nicht mehr. Wir haben noch 45 Minuten. Doch, Tatsache. Es ist noch durchgegangen. Ich meine, die zahlen halt gar nichts, aber er wird dort auch nicht gekauft. Ne? Und dann hat er zumindest ein bisschen Spielzeit, aber bei uns wird er jetzt nicht mehr spielen. Ich glaube, das ist okay. Wir machen das einfach noch. Abschiedsworte an Poveda richten ist eine großartige Möglichkeit. Und ja, damit steht der Kader für die Rückrunde. Wir sind natürlich jetzt relativ breit aufgestellt, aber einige von den Leuten hier unten werden halt wirklich kaum spielen. Ich glaube, Brown ist immer noch 3 Monate raus, Horn noch einen. Poveda geht ja noch. Ja, Amenhido wäre schön gewesen, der wird nicht spielen. Ja, Elias Sad ist am Start. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze jetzt funktioniert. Wir spielen... Oh, Fortuna Sittard kann auch noch. Gehen Laien irgendwie länger noch, oder was? Amenhido kann von mir aus auch gehen. Aber begrenztes Transfer, wenn es um Mitternacht. Okay, das heißt, für Laien kann man noch nach 18 Uhr Sachen machen. Das wusste ich gar nicht. Amenhido geht auch. Zahlen halt zwar auch nichts. War mal zumindest eine Kaufoption und es ist besser, als wenn er einfach hier bleibt und wirklich gar nicht spielt. Deswegen war jetzt nicht das Beste. Ein Jinma-Training mit einer 9,6, Alter. Geisteskrank, Junge. Geisteskrank. So, und dann geht's gegen Gladbach auf der 5. Das wird auch schwierig. Erwartung gegen Gladbach Remis. Weiß ich jetzt nicht, ob wir da einen Punkt mitnehmen können. Ich bezweifle es tatsächlich, aber wir tun natürlich unser Bestes. Wir sind ganz gut in Form. Leistungsbeurteilung des Forschers. Wir sind wieder auf einer 2- mittlerweile. Wahrscheinlich, weil wir aus... Begeistert über Rocco Reitz Verpflichtung und Ryan Fraser. Finde ich ganz cool. Wir sollen auf kontrolliert gehen, weiß ich nicht. Die Frage ist,
Ich glaube, Fraser spielt schon, Jinma spielt auch. Wir nehmen aber auf jeden Fall unsere Leihboys mit, würde ich sagen. Papela ist noch nicht fit. Mats Möller-Deli spielt auch nicht mehr. Elias Saad ist nicht matchfit, aber den werden wir langsam ranführen. Haben wir 140.000 jemanden bekommen, der fast 2 Millionen wert ist. Und ich finde, die Werte sind durchaus stabil. 25 Jahre hat noch leichtes Potenzial auch nach oben. Der wird auf jeden Fall auch zum Einsatz kommen. Dann auf rechts lassen wir mal Gyamara. Ne, wir haben ja gesagt, gegen die besseren Teams lassen wir eher so die zweite Garde spielen. Müssen wir mal schauen. Also Gürlein Ayling würde ich auf jeden Fall machen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir bleiben jetzt einfach bei Kasten. Er hat so gut gehalten in den letzten Spielen. Handwerker dann auf links, da haben wir leider keine Alternative, weil Horn und Brown immer noch beide verletzt sind. Hongbo hätte ich eigentlich noch ganz gerne losgeworden. Aber der ist halt auch ganz cool, mal von der Bank zu bringen, ne? Wir lassen mal Onyedin mal zu Hause und nehmen Hongbo mit, weil für links haben wir ja jetzt Elias Saad. Dann verscheren eigentlich auch außen. Ist halt dann der Spielmacher auf außen, ne? Ansonsten, wir bleiben bei Konza, würde ich behaupten. Macht einfach am meisten Sinn, wir spielen in den Tabellenfünften. Gehen wir so rein und hoffen, dass irgendwie die Qualität unserer Neuzugänge eventuell was bewirkt. Schauen wir mal. Okay, Leute, gehen wir rein. Ich hoffe irgendwie auf wenige Highlights und dann ein, zwei für uns, dass wir uns hinten reinstellen können. Ich glaube, Gladbach hat theoretisch schon das Potenzial, uns wirklich auch hinten reinzuspielen. Ersten 20 Minuten scheint kaum was zu passieren auf beiden Seiten. Nämlich keine großartigen Chancen. Gladbach mit etwas mehr Ballbesitz, das ist natürlich klar. Aber ich nehme auch diese Spiele mit, wo wirklich gar nichts passiert, ne? Deswegen ist es auch, okay, Highlight für uns, oder? Ayling auf Jinma. Jinma. Über außen, verliert den Ball, aber Ayling ist wieder da. Da ist wieder ein Jinma, ein Jinma. Und Ormlin tippt ihn hinter das Tor. Das war eine super Gelegenheit für uns. Die Ecken. Ecke für uns. Geis auf Fraser. Der sieht nochmal Geis. Der flankt einfach mal rein. Da ist Kaufmann. Wird aber geklärt. Gürleyen. Ja, dreh dich lieber mal um. Egal. Gut für uns. Scheint das nächste Highlight für uns zu sein. Ein Jinma wieder über außen. Das ist ein Jinma. Vorbei an Kramer. Sieht nochmal Jens Kastrop. Jens Kastrop. Und der ist drüber. Ich meine, das war gut gespielt. Nächstes Highlight wieder für uns. Ich bin ganz verwöhnt. Also es war gut gespielt. Schöner Ball auf Kaufmann. Oh, wenn er dann ein bisschen schneller ist. Ich meine, er hat schon 16 Schnelligkeit. Viel mehr kann er da halt nicht machen. Aber wir gewinnen wieder den Ball. Usun. Auf den Jinma. Justin, den Jinma. Und Ormlin tippt den vorbei. Den hätte er nur querlegen müssen. Also da muss eigentlich einer rein. Das ist das Problem. Da, also wir müssen diese Chancen halt nutzen. Bin sehr zufrieden. Wir haben 0-0 in die Pause. Wir hatten einige Chancen nach vorne. Eine sehr gute Leistung. Luke Ayling ist nervös. Das gefällt mir nicht. Und er hat auch von der Ansprache her nicht Wirkung gezeigt. Wir bringen Gyamara zur zweiten Halbzeit. Nervös kann ich mir nicht leisten. Wir hatten, glaube ich, so bis zur 60., 65., bis wir auch vorne ein bisschen wechseln. Schalosen auf einer 7,0. Aber es ist ein aussichtendes Spiel. Es ist ein sehr, sehr aussichtendes Spiel. Wieder ein Highlight für uns. Wir haben den Ball. Ich habe noch nichts von Gladbach gesehen. Lascelles. Gerne auch zurück zum Keeper. Aber der wird jetzt wahrscheinlich pearlen. Dann ist doch nicht unser Highlight, oder? Ja, langer Ball. Ja, Zugriff, Jungs. Zugriff. Keiner ist bei Robin Hack. Ja, der kann einfach an Gyamara vorbeispazieren. Jinma fälscht den ab und da ist Player. Das ist wieder ein klassisches Nürnberg-Spiel, ne? Oh, es kann nicht sein. Wie bitter, wie bitter, wie bitter. Es ging die ganze Zeit nichts für Gladbach. 60 Minuten. Wir hatten Chance um Chance um Chance. Ach, Mann, ey. So, Elias Saad kommt. Geht nach vorne. Wir bringen Verscheren auf der 10. Saad greift an. Bringen Hongbo als inverse Außenstürmer. Und gehen auf... Ich glaube, wir kontern noch ein bisschen. Bis so zur 75. Vielleicht ist da ja noch was dabei. Ich glaube, Gladbach würde jetzt nicht mehr weiter nach vorne spielen. Aber meins, das Highlight auf Gladbacher Seite. Chiarodia, auf den hätte ich auch voll Bock. Weigel. Zu Ngumu. Handwerker, der legt sich den Ball 10 Kilometer vor. Langer Ball auf... Traurig, 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 traurig. Also, wäre das Spiel in der ersten Halbzeit anders verlaufen, hätte ich gesagt, okay, 2-0 gegen Gladbach ist in Ordnung, aber so wie das jetzt war, darf das nicht sein. Also, wir hatten genügend gute Chancen. Ja, so ein Spiel darfst du 2-0 nicht verlieren. Also, nicht mal 1-0 eigentlich. Das waren die einzigen beiden Chancen von Gladbach, die wirklich, wirklich was gemacht haben. Das tut einfach nur weh. Wir fliegen wieder runter auf Platz 17. Aber nächste Woche geht's gegen den VfL Bochum und das ist dann unser Spiel. Das müssen wir einfach gewinnen. Ich weiß auch nicht, gegen Bochum auch kontern? Müssen wir dann mal schauen. Gyamara verletzt sich mal wieder. Nice. Das heißt, auch da wird wieder Luke Ayling wahrscheinlich spielen müssen dann gegen Bochum.
Hey, Jinma trainiert wundervoll. Wir loben natürlich auch immer. Ihr habt gut trainiert, damit die Moral weiter nach oben bleibt. Es ist 15. gegen 17. Ne? Es ist halt so eng da unten. Es ist wirklich ein Do-or-Die-Spiel. Danach auch gegen Wolfsburg, die auf 18 aktuell residieren. Ich meine, es ist gut für uns, weil es jetzt endlich mal Gegner sind, die auf unserer Augenhöhe eigentlich sein sollten. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall die Grundausrichtung etwas ändern. Wir können natürlich trotzdem kontermäßig unterwegs sein, aber dass wir eventuell kontrolliert unterwegs sind. Wir müssen auch jetzt mal die Standards ändern. Ich glaube, wir machen noch eine zweite Variante. Kurzer Pfosten mit Schnitt zum Tor, wo dann alle über den langen Pfosten angreifen, aber einer, und das ist der beste Kopfballspieler, dass dann Lascelles am kurzen Pfosten lauert. Und defensiv müssen wir ja, wie gesagt, einen an den Strafraum ranstellen. Das kennen wir. Ich glaube, es ist wieder Zeit für Sepp Vandenberg und Lascelles, auch wenn die kein gutes Duo sind. Ich würde Flick mal wieder reinsetzen. Ayling muss spielen, Handwerker auch. Ist eigentlich alternativlos. Elias Saad hat jetzt im letzten Spiel auch nicht eine Banger-Performance abgerissen. Deswegen bleiben wir eventuell bei Fraser. Tun den aber eins weiter nach vorn, dass wir auch hier komplett even sind. Bei Can Usun zeigen alle Pfeile nach unten. Weiß ich jetzt auch nicht, warum das der Fall ist. Aber it is what it is. Der spielt natürlich, wie gesagt, immer. Er hat auch mal Geist die Pause gegeben, der es auch okay gemacht hat. Ja, Jinma macht's gut. Kaufmann macht's nicht so gut. Die Pfeile zeigen auch bei ihm alle nach unten. Das letzte Spiel war auch wieder tatsächlich komplett unsichtbar. Natürlich auch mal Usun im Sturm spielen, ne? Mal Usun im Sturm spielen. Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Ich glaube, wir probieren es mal so. Kann eigentlich nicht so viel schief gehen, oder? Komm, wir gehen rein. Oh, direkt das Highlight in der 30. Sekunde. Weiß ich nicht, wie gut mir das gefällt. Bitte nicht. Bitte nicht ein frühes Gegentor. Come on, Leute. Das ist viel zu einfach. Vandenberg gegen Daschner. Vandenberg kriegt es nicht hin, da mitzuhalten. Bro, in der ersten Minute, in der allerersten Minute, im wichtigsten Spiel der letzten Wochen. Einfach nur peinlich, Vandenberg, wirklich. Gut, dass du zu Frankfurt gehst, ne? Carsten mit dem Abschlag. 14. Minute. Komm, den Ball haben wir doch. Fraser köpft zum Gegner, aber wir haben den Rebound. Komm, Fraser. Handwerker. Sich den Ball vorbei. Ja, jetzt kommt vielleicht die Flanke. Ne, er dreht nochmal oben auf Flick. Flick, immer noch Flick. Ja, kann man probieren, aber wenn Florian Flick in der Offensive unterwegs ist, dann läuft doch irgendwas falsch. Egal, weiter geht's. Kastrop. Auf Verschären. Boah, diese Pässe. Warum? Warum, bei Gott? Was ist mit euch los? So oft sind das die Fehlerquellen. Da ist niemand. Deloco. Oh mein Gott, an den Pfosten. Anscheinend scheint, dass wir hier ein bisschen kontrollierter aufs Spiel gehen wollen, nicht so richtig zu funktionieren. Immer auf ausgewogen. Also verlieren dürfen wir auf jeden Fall nicht. Flick auf Kastrop. Superball. Can Usun. Oh, mach doch mal diese Chancen rein. Diese 1 gegen 1. Davon kriegen wir einfach so wenige. Letztes Spiel war es Kaufmann, der die nicht reingemacht hat. Dieses Spiel ist es Usun. Scheren auf Fraser. Immer noch Fraser. Er muss abdrehen, aber macht das clever. Handwerker auf Ayling. Schlechter Ball. Wir bleiben im Ballbesitz. Wieder Ayling. Ne, das war das Highlight. Wundervoll. Ayling. Hier liegt erfahren durch die Beine von Ali Dun. Jinma. Dreht mal wieder auf. Immer noch ein Jinma. Sekalos. Was ist das für ein Tor? Was ist das für ein Tor, Leute? Also er rennt einmal across the map. Es ist gut gemacht, ist es. Aber es kann nicht sein, dass immer, wenn offensiv was gehen soll, dass wir uns auf sowas verlassen müssen. Ayling wieder mit dem Assist, das ist natürlich nett. Wir bleiben jetzt mal auf ausgewogen. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei kontrolliert geht's ein bisschen in die andere Richtung. Schöne Parade von Neva Pfosten. Also in der Luft haben wir Probleme. Obwohl wir eigentlich große Leute hinten am Start haben. Ich glaube, Fraser geht mal wieder raus für Elias Saad. Den wir am Start haben. Wir bringen mal Kaufmann für Usun oder Verscheren. Usun auf einer 6,3. Ich glaube, er kommt halt mit der Position noch nicht so richtig klar. Ich weiß auch nicht, ob wir ihn darauf trainieren wollen. War vielleicht auch nicht so schlau, ihn jetzt da einsetzen. Er soll ja schon eigentlich eher hier den Zehner geben, weil er auch gute Übersicht hat. Wechseln erstmal die beiden ein. Dann schauen wir mal, was passiert. Highlight für uns. Handwerker mit dem Einwurf auf Elias Saad. Der hat gutes Dribbling. Flanke auf den zweiten Pfosten zu Jinma. Der sieht Jari Verscheren. Yes. Schön. Jinma, Tor und Vorlage.
Sehr, sehr gut. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und Elias Sarts Dribbling und seine wundervolle Flanke. Jinma Rückraum zu verscheren. Sehr, sehr schön gemacht. Wir gehen auf jeden Fall auf Pause und werden jetzt zu unserem ehemaligen Konteransatz zurückgehen. Haben halt zu viele offensive Subs dabei, sehe ich gerade. Wir haben halt, ja gut, Gamera war auch verletzt, ne? Massimo kann der Flügelverteidiger spielen. Er kann theoretisch Flügelverteidiger spielen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich würde mal Rocco Reitz für Kastrop bringen, der einfach ein DM auf Unterstützen gibt. Heißt, wir werden auf jeden Fall schon mal nicht verlieren. Aber das über die Zeit zu bringen, wäre sehr, sehr wichtig für uns. Ach, Ziste, das war irgendwie... Ne, das Highlight war wahrscheinlich nicht der Freischuss, sondern das, was jetzt nach dem Freischuss passiert. Der lange Abschlag von Kasten. Mal nicht so jemand, der wirklich Kopfballduelle gewinnt. Saad verliert, aber Lascelles nimmt ihn runter. Langer Ball. Auf Kaufmann. Saad. Ja, der Ball ist wieder weg. Zugriff, Jungs. Zugriff. Kein Zugriff. Egal, wir stehen wieder gut. Jinma holt sich den Ball. Super gemacht. Und jetzt der Pass. Ah. Egal, zweiter Ball. Saad. Mia Saad gegen zwei Leute. Super Dribbling. Saad immer noch. Rocco Reitz. Florian Flick. Flick immer noch. Auf den Jinma. Jinma nimmt Jinma. Niemals abseits. Niemals abseits. Super gemacht. Niemals abseits. Call ich hier. Hier und heute. Was? Never. Zeig's mir nochmal. Okay, ja, wow, ja, ist abseits, aber extrem knapp. Egal, es ist gut gemacht. Drei Punkte wären sehr, sehr wichtig in diesem Spiel, wirklich. Wechseln nochmal eine Runde. Bringen Johannes Geis und Reitz geht dann rüber. Dann gehen wir jetzt wirklich für die letzten 5 Minuten auf sehr defensiv. Zeitspiel oft. Spiel auch nicht mehr schnell fortsetzen, sondern verzögern. Rettet es über die Zeit. 2 Minuten, 1 Minute. Schiri. Der Schiri pfeift ab. Aber man muss sagen, wir haben nicht wirklich viel gezittert, weil es war verdient. Wenn ihr an die Highlights euch zurückerinnert, wir hatten deutlich mehr Chancen nach vorne als der VfL Bochum. Sehr, sehr schön gemacht. Verschären mit seinem ersten Tor. Jinma mit einer super Leistung. Ein Tor, eine Vorlage und noch ein aberkanntes Tor. Wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf gegen den VfL Bochum. Sehr, sehr, sehr wichtige Punkte. Und jetzt dann haben wir das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Die spielen... Ne, die haben schon gespielt. Aber wir haben uns jetzt so ein bisschen gelöst von unten. Nur ein bisschen. Aber wir könnten nochmal wegen Mason Holgate schauen, sehe ich gerade. Er ist vereinslos. Warum ist er auf einmal vereinslos? Haben die den Vertrag aufgelöst oder was? Aber er will immer noch nicht. Kann auch nicht mit dem Agent reden oder so, ne? Probetraining anbieten. Wahrscheinlich wird er nicht zum Probetraining kommen, oder? Ich weiß gar nicht, wie das mit vereinslosen Spielern ist. Darf man die auch in der Saison registrieren? Wahrscheinlich, oder? Gülen zeigt erstaunliche Fortschritte. Okay. Der Berater will wieder Gespräche aufnehmen. Jetzt steht hier geschätztes Gehalt 600 bis 800.000? Weil er jetzt ablösefrei ist, oder was? Möchte auch nur Rotationsspieler. Kannst von mir aus auch gerne Stammspieler haben. Also er will halt echt nicht viel Gehalt. Also wenn wir die Ausstiegsklausel rausnehmen, dann will er so 1,1 Millionen. Das ist okay für einen IV von seiner Statur. Also, so von den Werten alleine, was die Physis angeht, ist er halt geisteskrank gut unterwegs. 14 Tackling, 14 Kopfballtechnik, 13 Deckung, 14 Stellungsspiel. Klar, er ist nicht der Größte, aber er kann dazu auch noch sehr, sehr gut mit dem Ball umgehen. Da müssen wir mal gucken, ob wir ihn noch bekommen können. Weil wir haben ja Goller noch verkauft bekommen. Das heißt, das wäre dann so eine Art 1-zu-1-Tausch, weil aktuell haben wir noch genau das im Gehaltsbudget, was er verdienen würde. Ah, das seht ihr jetzt gar nicht. Sekunde. Immer mit der Kamera. Ich weiß immer nie, wo ich mich hin tun soll. Wir haben 1,04 Millionen noch Gehaltsbudget. Und wir haben ja auch einen IV in Marquez abgegeben. Und dann geht's halt gegen den 18. Ne? Da erwarte ich eigentlich, also ich will eigentlich eher nichts erwarten. Ich hoffe schon auf einen Dreier eigentlich, wenn man gegen den Tabellen 18 spielt. Aber es ist halt auch Wolfsburg, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und die Medien, sehen wir hier, sind unentschieden unterwegs. Can Usun auch wieder super trainiert. Mögliches Problem mit Gyamara. Möchte einen neuen Vertrag. Ich glaube nicht. Weil wir haben Dagba auch geholt. Ich finde so, die Leistungen sind in Ordnung. Aber er verdient jetzt schon 1,1 Millionen. Entschuldigung, du bekommst jetzt nicht nochmal einen neuen Vertrag. Der Verein kann sich nicht leisten. Er ist enttäuscht. Ja, gut. Okay. Kein Problem. Also das ist einfach jemand, mit den sehe ich halt nicht jetzt noch 5 Jahre im Club unterwegs sein. Der hat uns natürlich gut nach vorne gebracht und hat auch immer gut gespielt. Also meistens, am Anfang der Saison war er echt nicht so gut unterwegs. Aber ich sehe ihn nicht als Säule, um jetzt die nächsten Saisons da zu sein. Wir spielen gegen den VfL Wolfsburg. Und die Frage ist, ich glaube, da gehen wir wieder aufs Kontern. Wir gehen halt auf ausgewogen, aber ich würde trotzdem ganz gerne auf
Kontern gehen. Standard, Standard, weiter zurückziehen. Yamara ist wieder fit. Dann packen wir ihn auch wieder rein. Ansonsten Gürlein wieder für Lascelles. Uzun auf der 10. Wir starten mal mit, sagen wir mal mit Elias Sad starten. Ne, Fraser hat es auch ganz gut gemacht. Im Sturm dann Kaufmann. Verscheren aber auf jeden Fall auf der 10. Jinma muss spielen. Der hat es einfach so super gemacht in den letzten Wochen. Wir müssen auf jeden Fall so ein bisschen drauf achten, dass wir schauen, dass er nicht weggekauft wird, ne? Weil er hat halt diese Ausstiegsklausel von 2,7 Millionen. Er ist auch 2 Jahre bei uns geliehen. Aber so im zweiten Jahr müssen wir gucken, dass wir irgendwie das Geld zusammenkratzen, weil wenn er weiter so spielt, will ich den langfristig haben. Der ist einfach super schnell, entwickelt sich halt auch gut. Wäre schön, wenn wir den langfristig an uns binden könnten. Der Handwerker bin ich auch ein bisschen besorgt, weil der muss halt die ganze Zeit spielen, weil sonst kein anderer da ist. Ja, und nee, Dinma ist so einer der größten Verlierer, ne? Weil ich irgendwie nie so richtig Platz finde, ihn. Er mag halt auch einfach keine großen Spiele, ne? Er fühlt sich richtig unwohl, steht hier. Wie lange geht sein Vertrag? 27, wir haben jetzt 25, ja, das ist jemand, den wir eventuell im Sommer dann abgeben könnten. Ah, ich habe, ey, so Kaderplanung, seht mir das nach, ne, ich bin da irgendwie nicht so gut unterwegs gewesen. Ja, ich glaube, wir gehen einfach mal so rein. Rocco Reitz hat keine Spielpraxis, viele Leute sind nicht einverstanden, weil Johannes Geis nicht spielt, ja, oh ja. Das ist halt auch so ein Ding, also dieses Rotation und was weiß ich, das ist einfach super schwierig, das hinzubekommen. Wir gehen auf Konter, die spielen sehr, sehr eng. Im 4-1-2-1-2 Narrow, das ist eigentlich ganz gut für uns. Weil es sehr, sehr schwierig ist, bei uns durch die Mitte zu kommen, weil wir einfach sehr viele Leute dort haben, die verteidigen. Wenn wir jetzt so eine erste Halbzeit mitnehmen, wo wirklich gar nichts passiert, ist das kein Problem. Lieber dann den Lucky Punch in der zweiten. Das scheint wirklich absolut nicht ein Highlight. Nicht ein entscheidendes in der ersten Halbzeit. Ich bin stolz, ihr könnt noch gewinnen. Jetzt ist Yamara nervös. Warum sind da hier immer unsere Rechtsverteidiger nervös? Jinma, also das Ding ist, Jinma hat halt immer schlechte Spielnoten, ne? 6,3. Fraser auch auf einer 6,4. Den gebe ich halt noch 10 Minuten, dann gehen die auch raus. Immerhin hatten wir schon ein, zwei Schüsse aufs Tor. Ja, ich glaube, Elias Saad, Hoffmann auf einer 6,4, auch wieder non-existent. Könnten nochmal einen Jinma vorne reinstellen und dann verscheren auf rechts als Spielmacher. Probieren wir das mal. Es wäre witzig, wenn wir jetzt ein ganzes Spiel wirklich komplett ohne Highlight hätten. Oh ja, es gibt eins für uns. Handwerker. Auf Uzun. Der nimmt Elias Saad mit. Elias Saad. Elias Saad. Oh mein Gott, was ein Tor. Alter, was ein Tor. Ich dachte, der geht vorbei. Oh mein Gott, was ein Tor. Der hat halt so krankes Dribbling. Der dreht sich halt so wild. Alter, genau in den Winkel. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, wir bleiben einfach so. Abschlag von Kasten. Den haben wir nicht. Doch Rocco Reitz köpft in sich. Schöner Ball in die Tiefe von Verscheren. Da läuft Can Uzun hinterher. Arnold verletzt sich und Uzun an den Fuß. Elias Saad. Schießt Elias Saad einfach Ehrenmann. Ehrenmann spielt den Ball raus. Uzun wollte sowas von da was draus machen, ne? Junge, Junge, Junge. Das wäre es gewesen, wenn wir jetzt daraus das Tor gemacht hätten. Aber es gibt das Highlight auf der anderen Seite. Kastrop verliert den Ball. Lascelles pearlt den einfach weg. Da ist Jens. Lacroix. Arnold. Schöner Ball auf Namazo. Yamara mit dem Fehler. Yamara. Aus diesem Winkel dürfen wir niemals ein Tor kassieren. Bitte, Yamara, was spielst du da zusammen? Also, ohne Witz, du wirst niemals einen neuen Vertrag hier unterschreiben. Das war nicht gut. Ermutigen die gesamte Mannschaft. Nehmen, glaube ich, jetzt auch mal Uzun raus. Es ist halt bitter, aus diesem spitzen Winkel das Tor zu kassieren, ne? Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ecke VfL Wolfsburg. Gut weggeköpft. Strafstoß. Warum sind meine Spieler so gottlos dumm und in diesen Spielen immer Elfmeter, jedes einzelne Mal? War halt, wenn er da pfeift, das ist immer ein Elfmeter. Wirklich, och Jungs. Jonas Wind gegen den Tabellen 18. Den hat Kasten fast wieder gehabt. Beide nach oben. Wir können auch nochmal wechseln. Ich glaube, ich bringe mal Papela für Reitz und Flick für Kastrop im Mittelfeld. Linien natürlich deutlich höher, mehr aufrücken, Torwart hindern. Gib mir nochmal was. Ich meine, es ist von den XG her geht's schon in Ordnung. Kommt schon, irgendein Highlight noch. Boah, letzte Minute. Das wird aber Abpfiff sein, oder? Papela. Bro.
Er rennt einfach ins Aus mit dem Ball. Gyamara auf nach 5,9. Seht ihr das hier unten? 5,9. Gerade weil wir auch eigentlich in guter Form waren. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin sehr unzufrieden. Damit kommt auch Wolfsburg wieder ran, weil Wolfsburg war eigentlich eins der Teams, die wirklich weit weg von uns waren. Das Problem ist nicht nur, dass wir die Punkte jetzt nicht einsammeln, sondern dass wir sie auch einfach noch schenken an ein Team, was sehr weit hinter uns war. Wolfsburg verlässt die Abstiegszone. Ja, das zweite Tor und auch der Elfmeter, ne? Wenn eine Mannschaft gegen dich Probleme hat, irgendwie zu kreieren, dann auch noch einen Elfmeter wegzugeben, das ist nicht geil. Also wenn du das gegen die Bayern machst, ja, das ist auch nicht geil, aber dann bist du dir eigentlich relativ sicher, dass die so oder so halt die Chancen noch kreieren können. Aber Wolfsburg hat in dem Spiel einfach sehr, sehr wenig nach vorne gemacht. Es tut weh, wir können es letztendlich nicht ändern. Ah, trotzdem ist die Tabellensituation in Ordnung. Aber ihr seht es auch hier, ne? Also der 10., der HSV hat 23, der 18. hat 18. Also die trennen 5 Punkte. Das ist einfach sehr knapp alles bemessen. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann in der nächsten Folge machen. Da geht es dann gegen Bayern 04, Leverkusen, Union Berlin und auch RB Leipzig. Ich glaube an uns. Wir kriegen das schon hin.